Hallo Leute, ich habe gerade mal gemessen, es sind ca. 27 cm Schnee und das ist ideal, um uns wieder mal eine Schneehöhle zu bauen. Das muss man einfach ausnutzen. Und im Lockdown ist es jetzt auch schwierig rauszugehen, deswegen machen wir das im eigenen Garten. Das ist ein guter Vorteil. Ich habe mich jetzt mit der Schaufel bewaffnet und werde jetzt erstmal einen riesen Haufen machen. Das geht so schön schnell, wenn der Schnee hoch ist. So, jetzt sieht man erstmal, wie groß dieser Haufen ist. Dann auch noch verfestigen. Das hat man nämlich vor uns nicht gesehen, als ich hier Christine sitzt das Iglo fest. Oder wie nennt man das? Ja, das ist jetzt eine eigene Technik. So wird's gemacht. Das könnt ihr in jedem Buch nachlesen. So, jetzt gehen wir hier ein bisschen rum, da steht der Nachbar mit der Leiter. Die Frage, wie ist die da hochgekommen? Sag mal hallo Daniel. Hallo! Ja, mit der Leiter. Leider ist der Schnee etwas pulverig. Ich glaube, wenn ich mich hinstelle, rutsche ich ja trotzdem in der Mitte bis runter. Na, probier mal. Kleine. Guck mal, jetzt ist sie gleich weg. Jetzt ist sie gleich weg und wir haben es auf Film. Nicht so sehr an Rand, ja, genau. Schon noch ein Stück rein hier So, noch ein kleiner Tipp, wenn ihr eure Wandstärke bestimmen wollt, damit ihr nicht zu viel wegnehmt oder zu viel stehen lasst, nehmt euch einen Stock, macht euch hier eine Markierung oder die Äste, merkt ihr euch, dann steckt ihr den so weit hier rein. Und wenn ihr innen kratzt und seht den Stock, dann wisst ihr genau eure Wanddicke. Dazu gibt es auch noch ein Video, das verlinken wir jetzt hier. So, ist wahnsinnig viel Abraum hier rausgekommen, als ich hier rausgegraben habe. Das sieht doch schon ganz schick aus. So, der Daniel macht jetzt hier noch das Fenster rein. Und ansonsten kann man hier, ja, mal sehen, ob man sieht. Ich kann hier locker drin stehen. Ziemlich cool. Haufen Platz. Wir lassen das jetzt so. Man könnte jetzt unten noch ein bisschen weitermachen. Aber das reicht. Sehr cool. Schön, so Quatsch. Nein. Ja, Fenster drin? Sehr gut.
Heute bin ich hier in unserer Schneehöhle, die wir gebaut haben. Ich habe Anfang der Woche angefangen, hier einen riesen Haufen aufzutürmen. Und ja, es ist Pulverschnee. Und wir dachten, wenn wir das so sehr verpressen wie möglich, dann wird es schon irgendwie gehen. Und es hat auch funktioniert. Aber jetzt ist Wochenende. Wir haben das Ding steht jetzt ausgehöhlert 3 Tage da. Und wir wollten eigentlich heute am Wochenende drinnen schlafen. Aber es hat sich gute 15, 15, 20 Zentimeter gesenkt insgesamt. Also, jo, obwohl Minusgrade waren, sogar zweistellig. Es war kein Tauwetter oder sonst irgendwas. Also ich habe nicht so einen richtigen Plan. Entweder hat sich das nochmal gesetzt oder... Naja, und da uns das jetzt... da wir nicht mehr hundertprozentig sicher sind, was passiert, wenn wir jetzt noch hier drinnen schlafen... Da haben wir uns gedacht, okay, wir lassen das lieber, aber wir möchten euch gerne teilhaben lassen an unserem Aufbau. Also es war super viel Platz. Wir hatten hier Tisch drin stehen, 2 Stühle. Es war richtig gemütlich, also es war echt genial. Macht auf jeden Fall Spaß. So oder so, es ist immer eine Erfahrung wert.